Nach einer Rallye muss fachgesimpelt werden. Und zwar am Stammtisch. Nicht irgendeiner, nein, am Oldtimer-Stammtisch in Mitterfels. Bei dem Aufkommen an Raritäten kommt schon echtes 60s-Feeling auf. Dem kann sich auch ein echter Rallye-Champ nicht entziehen. Es gibt schon ein paar, wo ich noch nicht gefahren bin. Da bin ich zum Beispiel überrascht, dass so viele tolle Isabellas da sind. Die habe ich ewig nicht mehr gesehen. Und das ist schon ein Traumauto, gell? Da gibt es gar nichts. Walter Röhrl schwärmte für die Chromkarossen und die Fans für ihn. Mal ehrlich, wer lässt sich schon freiwillig auf sein Auto schreiben, wenn nicht vom Pikes Peak-Gewinner persönlich? Aber was ist das? Gar ein Louis Dauphiné-Fan anwesend? Sieht doch aus wie die Ente der Oberschwester im Gendarme von Saint-Tropez. Und die fährt ja einen heißen Reifen. Hier die Kurvenlage. Ich meine, die müsste man filmen, das wäre was für die. Aber es geht hier schlecht im Ort. Also, die war bekannt dafür, Wettbewerbe hat man da gemacht, dass sie umfallen soll oder nicht. Und das hat angeblich keiner geschafft. Originale über Originale. Und was für Seltenheiten. Unverwüstlich der alte Unimog, elegant der Cadillac. Individuell sind sie alle, wie ihre Besitzer. Und davon gibt es einige in Niederbayern. Es hat sich ja ganz stark entwickelt die letzten 10 Jahre. Am Anfang hat es 3, 4 Vereine gegeben. Mittlerweile reden wir ja von 20 und 30 Vereinen. Und wenn er schon da ist, sollte sich niemand eine Fahrt mit Walter Röhrl entgehen lassen. Einige Besucher kamen in den Genuss. Klar, ich kann auf der öffentlichen Straße nicht fahren, wie ein Gestörter, ne? Aber wir können schon. Ja, wir können schon, aber nicht dürfen. Aber Sie wissen ja, wir haben 100, ist begrenzt. Und wenn da eine scharfe Kurve kommt und man fährt 100, dann ist es ein Erlebnis, glaube ich. Ne? Die Retrowelle ist aktuell wie nie. Das beweisen auch aktuelle Modelle der Fahrzeughersteller. Vorbild? Natürlich die gute alte Zeit.